Jawohl, meine Lieben, herzlich willkommen zum neuen Final Fantasy Teil. Ich hab's aus den Minen rausgeschafft nach dem Kampf gegen Gilgamesh. Und wir sind hier bei unserem Auftraggeber Miklo und holen uns die Belohnung ab. Ich fühle, dass du Diabolos besiegt hast. Danke. Jetzt sind die Kinder Bujerbas endlich wieder sicher. Dies soll unsere Anerkennung sein. Richtig, ich muss nämlich echt noch ein paar Belohnungen abholen. Ein Dämonenschild. Oh, das haben wir bis jetzt noch nicht. Und ein Zeuskolben. Ich glaube, den gibt's auch in der Kiste irgendwo im Richtfeuer. Gut. Oh, da sind ja noch mehr Kinders. Unentwegt sandten wir von hier unsere Botschaft. Aha. Doch niemand schenkte uns Gehör, denn nur wenige vermögen, unsere Stimmen zu vernehmen. Ein Glück, dass sie dich erreichten. Ohne dich wären wir immer noch hier gefangen. Sag mal, wie redet ihr Kinder denn? So reden keine Kinder. Nun können wir endlich aufbrechen dorthin, wo auch unsere Ahnen weilen. Hab vielen Dank. Was zum... Okay. Das ist jetzt ein bisschen scary gerade. Na gut. Hubala, gucken wir uns doch mal das Schild an, das wir bekommen haben. Dämonenschild. Ist gar nicht immer so schlecht. Also 40 Reflex und absorbiert sogar Schatten. Das kann man irgendwann immer mal wieder gebrauchen. Ja. Achso, ja, und den Zeuskolben, den wollte ich mir auch nochmal anschauen. Ja gut. Ein Kolben halt, ne? Ich glaube, es ist noch nicht mal der beste Kolben, aber ist ja auch egal. Okay, dann würde ich sagen, wie sieht's denn jetzt überhaupt aus? Clanbericht. Hier, Düstergott, müssen wir uns noch die Belohnung abholen, ebenso wie Herr X, sind ja beide von Mont Blanc. Den haben wir eben geholt und ansonsten haben wir gar nichts mehr. Im Piratennest, ich habe aus Versehen schon drauf geklickt, haben wir auch zwei neue Dinge. Den Sieg über Karotte, die Ehrenwürde des Karnivoren, was auch immer. Sieht ganz lustig aus. Und Gilgamesch, in Anerkennung der heldenhaften Tat, Gilgamesch besiegt zu haben, wird dir die Ehrenwürde des Asuras verliehen. Aha. Ja, langsam füllt sich's, unser Trickster. Unser Piratennest hier. Geil. Gut. Machen wir weiter. So, da wir ja echt gar keine Mobs mehr haben, also jetzt zumindest im Clanbericht, würde ich sagen, wir nehmen die letzten Stufe 7 Mobs auch noch an. Thanatos, Drachenmutation, Familie von Gernreisens. Ja, das war das, wie das ich nicht mag. Genau, die Familie von Gernreisens gibt es an jedem Luftschiffterminal. Oh, das mache ich jetzt aber noch nicht. Fabunil. Pur Omissage. Fabunil wird auch heftig. Ja, da wird es dann schon langsam interessanter. Und Sauron, den haben wir auch noch. Ricky in Belfenheim. Ja, ich glaube, Sauron mache ich als nächstes. Der ist schön. Huch, lasst mich mal alle hier raus. Sauron hat nicht viel Leben, muss ich dazu sagen, aber dafür haut er verdammt stark zu. Da brauchen wir auf jeden Fall einen Tank mit einem Blutschild. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Ich
überlege gerade. Ich glaube, ich laufe zuerst mal zum Mont Blanc und hol mir die beiden Belohnungen ab. Ja, das machen wir jetzt mal schnell. Damit ich die auch streichen kann von meiner Liste. Zum Museumsbazar. Da wären wir auch schon in Good Old Ravenastra. Nicht viel geschlafen heute, nicht viel geschlafen. Kann sein, dass ich noch ein bisschen müde bin. Aber das macht nichts. Eieiei. Okay. Hier, Mont Blanc, lass krachen. Ich habe zwei Viecher besiegt. Kubo, bist du mir böse, dass ich dich als Köder missbrauchen... Ach, stimmt, da ging es ja noch um... um Brit, beziehungsweise um Begemnum. Verzeih mir, Kubo, doch brilliertest du in den bisherigen Mobs. Das ist niemand anderes. Ja. Ja. Famos, Kubo, du hast Gilgamesh in die Knie gezwungen, Kubo. Ich bin ja so froh, dass diese Kreatur unschädlich gemacht wurde. Der lebt immer noch, nur mal so zur Info. Der namenlose Schwertkämpfer wird sicherlich ebenso erfreut sein. Über den Ausgang sein und seine Ehre als gerettet sehen, Kubo. Dies soll dein Honorar sein. Ich danke dir, mein Freund. Kubo. Yeah! 10.000 Gil und ganz wichtig, das zweite Masamune. Yeah! Kupipo, Kupopopopo, du hast allen Ernstes das Götterwesen niedergestreckt, bitte? Düster Gott soll er gehießen haben? Wir wollen uns nicht mit Details aufhalten. Ich ziehe meinen Hut vor deiner Tollkühnheit und deiner unglaublichen Stärke, Kubo. Deine Tal... Oh, zweimal Finale-Elixier, nicht schlecht. Momentan kann ich nichts mit neuen Mobs dienen. Ja, das macht nichts, Kubo. Yeah, geil, das zweite Masamune. Ah, achso, ich habe die Dinger ja geordnet. Da ist es. Yeah. Sau cool. Okay. Ab nach Belfenheim zu Ricky und danach zu Sauron. Kubo. Kubo. Was mache ich denn? Wo ist er denn? Da ist er doch. Bring mich zum Südtor. Teleportieren nach Balfonheim. Oh nein, das ist wieder so viel zu laufen. Oh, der ist doch am anderen Ende. Ja, da müssen wir jetzt durch. Ich weiß. Mir ist auch mal letztens irgendwann mal aufgefallen, ich könnte mir theoretisch noch eine dritte schwarze und eine dritte weiße Maske holen. Ich werde sie später mal brauchen können. Ich muss aber erst noch ein bisschen Sachen verkaufen. Zordesröte der Götter, was zum Teufel? Hab ich denn das Ding her? Das bleibt erstmal noch im Bestand. Blutknochen. Ja.
die habe ich bekommen, als ich ein bisschen gelevelt habe. Alle auf 67 gebracht. Könnt ihr euch sicherlich denken, wo. Totenkopf behalte ich auch mal noch. Schattenperlen brauchen wir jetzt nicht mal weg mit. Ach, das werde ich demnächst dann auch nochmal verraten. Einen weiteren sehr, sehr guten Levelort. Sogar noch besser als der alte. Ja, gib mal her. Schwarze Maske. Und weiße Maske. Dankeschön. Mehr will ich gar nicht. Gut. Oh nein, ich glaube, wir müssen ja nochmal mit Ricky dann das blöde Rennen machen. Das ist, ich glaube, die unnötigste Nebenaufgabe in ganz Final Fantasy XII, dieses Rumgerenne hier. Ricky. Ja, die Bahamut. Na, was willst du? Ja, wir müssen halt einmal mit ihm rennen, damit er uns den Auftrag erteilt da. Gott, ist das scheiße, ey. Oh, Kreis, ich muss da rüberziehen, zieh da rüber. Und jetzt kommt gleich das kleine Vieh hier. Oh, ich bin gut dabei. Ist ja auch erst Level 1 oder so. Oh, geschafft. Puh. Button-Mashing hier. Wahnsinn, Platz 1. Ja, eine Potion. Geil. Hä, du hast den Steckbrief gelesen? Ach so, na dann hör mal zu. Also ist ganz einfach. Die schnellsten der Welt sind nämlich wir. Doch wer ist wohl der Stärkste? Um das herauszufinden, suchen wir den, der das stärkste Monster der Welt besiegen kann. Sieht aus, als hättest du was auf dem Kasten. Versuch's doch einmal. Es gibt nur ein Problem. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, wo sich das Viech aufhält. Ach so, er spricht nicht sie. Ja, ist auch... Naja, wenn du auf ein verdammt starkes Monster triffst, wirst du schon merken. Das machen wir. Legendärer Xauron, keine Ahnung, wo er ist. Du bist mir eine Hilfe, echt. Dankeschön. Jagd auf Xauron. Ich weiß natürlich, wo er ist. Er ist im Ridorana Katarakt, also beim Richtfeuer. Und das schneide ich jetzt mal kurz raus. Ihr könnt euch hinbeamen. Bis gleich. So, da sind wir auch im Richtfeuer. Und wir nehmen ausnahmsweise mal den normalen Ausgang. Ja. Gut. Doch, bevor wir uns Xauron widmen, muss ich hier da erstmal wieder mit den üblichen Verdächtigen buffen. So, Hast gibt's. Courage gibt's für jeden. Du machst mal... oh ja, ganz wichtig, könnten wir auch noch gebrauchen, Protega. Denn seine physischen Attacken sind ultra stark. Jawohl. Und jetzt werden die Gambits noch umgestellt, dass wir Bash Hast geben, Bash Courage geben, ich mache Armor. Ach so, ja. Oh, das müssen wir auch wieder ändern. Das ist ein bisschen nervig. Sich selbst weniger als 50% Wiegler. Ebenso bei Ash. Sich selbst weniger 50 Wiegler, damit wir Bash nicht heilen. Allheilmittel ausstellen für jeden. Denn ich muss mit ihr jetzt das Blutschild anziehen. Und die Gauntlets, dass ich maximalen Reflexwert habe. Habe ich eigentlich einen Einhänder, der mehr Reflex hat? Vielleicht irgendein Dolch? Nee, natürlich nicht. Verdammt. Egal. Wird schon irgendwie. So.
Dann bin ich mit allem vorbereitet. Ich denke schon, dann kannst du auch losgehen. Ganz wichtig, euer Tank muss Armor haben und sollte zumindest das Blutschild haben. Wenigstens das Paraschild, damit ihr verdammt viel tanken könnt. So, mein Freund, du bekommst jetzt erstmal einen Bann ab. Da ist er schon. Oh, tut mir nicht weh, bitte. Oh, gut. Und er ist anfällig gegen Gemach. Das werden wir uns nutzen. Und Basch macht jetzt mit der Masamune den guten alten MPTP-Trick. Ja. Jawohl, er hat gemacht. Sehr schön. So, Basch, mein Guter. Direkt mal durchheilen. Ich gehe kein Risiko ein. So, schmeißt dir ein Bachus-Ding ein. Na komm, schneller. Oh, was ist denn da los, ey? Krieg das wieder nett hin. Auf Basch. Wie viel Energie hat Sauron? Oh, Sauron hat, ich glaube, um die 400.000, 500.000, so irgendwas. Aua. Und er hat mich getroffen. Oh, shit. Nee. Hä? Moment mal, warum ist Basch gestorben? Das habe ich denn jetzt ganz verstanden. Du sollst doch jetzt eigentlich ein Dings werfen und Bachus tropfen. Okay, warum funktioniert das nicht? Das hasse ich, wenn die Scheiße nicht funktioniert, ne? Endlich hat er mal einen Berserk-Mode. So, jetzt geht er ab. What? 10 Treffer? Wie geil ist das denn? Und vorne wird getankt, die Sau. Also wie gesagt, das ist die einfachste Möglichkeit. Oh, die Stufe von ihm wurde verdoppelt. Mit dem Sauron fertig zu werden. Ach so, du hast so ein... Du hast so ein All-Around-Ding. Oh, shit. Oh shit, das ist natürlich nicht gut. Machst du mal Armor? Der verteilt gut Schaden, der Kerl. So, Basch, bring's zu Ende. Nein, einmal draufhauen. Wie viel Energie hast du noch, Sauron? Okay. Komm, hau drauf jetzt. Basch, gib alles. Yeah, 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 yeah. Gib ihm, hopp, Mann, fertig. Einmal noch. Jawohl. Sauron wurde besiegt. Sehr schön. Geilomatico. Also, wisst ihr Bescheid. Vorne mit dem Blutschild und allem tanken. Und hinten Basch mal wieder aufräumen lassen. Ich laufe zurück zu Ricky und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.